bedeutet. Zumindest, hier sind meine Angriffe. Man könnte jetzt noch ein Replay angucken. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust, weil wir machen später noch einen Angriff. Einen Angriff. Und den zeige ich euch, wie man den sozusagen macht. Das ist eben nur mal die Basisinfo, wenn es über meine Basis. Man kann natürlich auch Basisinfo über andere Basen bekommen. Das sieht da genauso aus. Man hat eben nur statt Berichte, die kann man nicht einsehen, eben wie viele Basen der jeweilige Spieler hat. Oder hat man das? Weiß ich nicht. Basen. Nö, man bekommt doch die Berichte. Ach, schön. Wie schön, dass ich hier voll so tue, als würde ich wissen, wie das Spiel funktioniert und wäre trotzdem da. Schön erstmal. Features sehe dann erstmal schön nach. Schön, toll. Freue mich. Voll falsch erklärt und so. So. So, womit wollte ich jetzt weitermachen? Ich habe es voll vergessen. Ja, man kann natürlich auch noch, die Basisinfo nochmal, den einen Spieler, die Spielerinfo kann man auch nochmal angucken. Hier zum Beispiel mich selber, Dragon Dawn. Ja, kennt man ja, dass ich mich so nenne. Allianz Obscuritas. Ja, das ist die Allianz, in der ich drin bin. Die Allianz gucken wir uns gleich an. Obwohl, die gucken wir uns hier oben an. Brauchen wir uns eigentlich gar nicht anzugucken. Ja, danke schön, dass ich mich in Vollbildmodus befinde. Ich bin oben gegen die Kante gekommen. Wie viele Basen ich habe, also erstmal wie viele Punkte ich habe. 1984. 48 meinte ich. Das ist alles an der Aufnahme. 48, also 1948, diese Punktzahl erhöht sich mit jeder Aktion, die ich durchführe. Egal, ob ich ein Gebäude upgrade, egal, ob ich meine Boni einsammle, welches ich mal machen sollte, denn da steht schon Achtung. Und so weiter und so fort. Ne? Erhöht sich das eben. So, hier tickern langsam die neuen Foren-Anträge lang. Und am besten wir fangen doch hier an, weil dann kann ich nämlich gleich den Bonus einsammeln. Das macht doch mehr Sinn. Ja, Rangliste, Basen, das wird wie viele ich schon habe, 0. Ich kann mir selber eine Nachricht schreiben, was natürlich nicht sehr viel bringt. Und meine Basen, die ich alle habe, meine Basis von Dragon Dawn, die ich nicht umbenennen kann. Wie schade. Dann haben wir noch hier. Ich will mal kurz hier gucken, Forum. Neuer Beitrag, bla bla bla. Das lese ich mir alles eigentlich gar nicht mal so oft durch, aber das ist manchmal ein bisschen spannend, dass man hier die Foreneinträge aussehen kann. Wir haben hier auf der Karte zwei Typen, die man angreifen kann. Wir haben drei Typen Basen bzw. Objekten auf der Karte. Also im Moment. Und zwei Typen kann man davon angreifen, den drin nicht. Den ersten Typ, den man angreifen kann, ist die gegnerische Basis selbst. Das heißt also, man kann selbst Spieler angreifen. Mich kann man nach dem 31. angreifen, weil dann mein Spielerschutz verschwindet. Den hier weiß ich nicht, wann man den angreifen kann. Im Moment noch nicht. Man sieht nämlich auch gar nicht, wann. Doch, hier unten sieht man das. Toll, schon wieder mal gefailt. Auch am 31. Dritten ist das weg. Das ist sehr schön. Danach, also das ist hier Spielerkampf so, die Spieler können sich übrigens auch verteidigen, ich kann mich auch verteidigen, ich kann meine eine Verteidigungslinie aufbauen und so, das geht alles, das kann der Spieler auch und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, was man hier, was man eingehen kann. Das werde ich nicht tun. Und das zweite, was man angreifen kann, ist das Lager, das ist so ein NPC-Lager, was zufällig spawnt hier in Gebieten. Das kann man dann angreifen, man kann hier, wenn so ein Symbol da steht, kann man dann noch Objekte sich besorgen, plündern. Angreifen werden wir tun. Aber eben auf dieses Lager. Und dann gibt es noch, mal gucken, ob ich das finde. Ja gut, dann gibt es hier eben auch noch Vorposten. Vorposten ist es das gleiche wie Lager, nur eben stärker. Gucken, ob ich das finde. Tunnel, genau, da haben wir Tunnel. Tunnel. Das ist super doll. Man kann Tunnel nicht angreifen, weil Tunnel ist allgemein, wie Tunnel schon sagt, Tunnel. Man braucht, also die Vergessenen, das ist diese Lager und Vorposten, brauchen diese Tunnel, um eigentlich erst hierher zu kommen. Was ein bisschen, naja, okay. Wie auch immer.
Zumindest brauchen sie diesen Tunnel. Der Tunnel ist also nur dafür da, dass zumindest immer wieder neue Basen oder neue Lager vor, nachkommen. Gut, naja, kann man auch anders lösen, aber ist ja okay. Gut, kommen wir jetzt nun zu unserem Lager selber. Wir gehen jetzt mal rauf. Das ist unser Lager. Wenn ich hier raufklicken würde, würde ich auch auf meinem Lager raufkommen. Das ist eigentlich die Hauptseite des Spiels. So, bevor man jetzt erstmal guckt und hier die ganzen Sachen aufgebaut hat, sollte man gucken, wenn Achtung da steht, dann sollte man mal anfangen, hier die ganzen Bonus-Boxen einzusammeln. Denn nach einer Zeit lassen die Sammler und die Kraftwerke und was auch immer noch alles, lassen Bonusboxen fallen. Damit kann man sein, ja, hier ein bisschen seine Ressourcen erhöhen und auch über das Ressourcenlimit hinausgehen. Sollte man einsammeln, mit einem Klick einfach kann man die einsammeln. Ich habe hier schön Soundglitches. Wie ich mich freue. So, dann geht auch der Ticker zurück und tickt jetzt wieder runter mit 2 Stunden. 1 Stunde 26:31 benötigt der jetzt noch, um damit irgendein Feld eine Box fallen lässt und insgesamt 2 Stunden 53 und 2 Sekunden dann hört die Bonusproduktion wieder auf. So, wir sind jetzt in meiner Basis. Wir haben hier einmal ein paar Feature. Einmal die normale Basis. Einmal die Defensive, das ist sozusagen die Verteidigungsausstellung. Da ist jetzt nicht doch, also da ist nicht noch nicht. Und noch nicht so viel. Das wird noch alles kommen. Und meine Angriff, ja, meine sogenannte offensive Angriffswellenstruktur, wo ich jetzt gerade nichts bauen kann, weil ich nicht nicht genügend Punkte habe. Da sieht man mal wieder, alles läuft über Punkte. Sehr schön. Ich will mal gucken, kann ich upgraden? Kann ich nicht, ich kann nicht upgraden. Dann sind die schon alle hoch. Das heißt, wir werden später mit diesen Teilen hier angreifen. So, werden wir erstmal, wenn wir jetzt genügend, wir fangen jetzt mal an mit den Upgraden. Bei reparieren kann ich jetzt gerade im Moment nichts verschieben, bringt eigentlich auch nichts. Zumindest die hier, die zu verschieben, bringt nichts. Weil die können nur auf diesen Feldern hier arbeiten, auf den Tiberium und auf den Kristallfeldern. Aber wir können upgraden. Wir können upgraden und wenn wir zum Beispiel sagen, wir möchten jetzt upgraden, dann klicken wir auf dieses Symbol. Und dann sehen wir, überall wo diese Symbole nochmal auftauchen, die Felder können geupgradet werden. Oder die Objekte können geupgradet werden. Und dann gucken wir mal, wir wollen jetzt zum Beispiel, was immer sehr viel Sinn macht, ist Ressourcen bekommen. Umso höher ein Ressourcenfeld ist, umso schneller generiert das Ressourcenfeld mehr Ressourcen. Das heißt, wir stocken mal dieses Ressourcenfeld auf. Auf dem Grund, weil wenn ich das aufstocken würde, würde ich eigentlich gar nicht mehr, oder? Doch, eigentlich könnte ich dann noch. Ne, ich stocke erstmal das Ressourcenfeld auf. Auf 10. Und das Ressourcenfeld auf. Und das Ressourcenfeld auf. Und das Ressourcenfeld auf. Und dann können wir immer noch einen 10er ausstocken. Und dann stocken wir noch so einen auf. Das reicht auch. Jetzt generieren wir. Wir generieren jetzt in. Gucken wir mal kurz. Hallo, pop auf. Wir generieren 9300 Tiberium pro Stunde. Und pro Stunde bekommen wir nochmal 2804 Bonus. Das ist doch nicht schlecht. So. Das ist eigentlich das ganze. Ja, das ganze. Die ganze Spielmechanik. Die besteht aus Warten, Upgraden, Verbessern, Warten, Upgraden, Verbessern, Warten. Was auch immer, so läuft das Spiel. Ebenso liefen auch die Vorgänger von Command & Conquer alle. Außer Teil 4, ich will es nochmal betonen. Das war ein Fail. Gehen wir aber mal in die Defensive. Wir können hier immer noch nichts machen, weil ich nichts geupgradet habe, um hier Punkte zu bekommen. Das macht auch nichts. Wir können hier also nichts mehr machen.
Mehr upgraden will ich erstmal nicht, weil ich erstmal wieder ein paar Ressourcen bekommen möchte. Und, gehen wir mal hier unten. Hier unten ist nichts Spannendes. Hier gibt es eben nur Optionen, Musikeinstellungen, also Soundeinstellungen, WebGL benutzen. Wenn ihr, hier nochmal eine Information zu. Wenn ihr Google Chrome benutzt, dann solltet ihr diese Funktion nicht einschalten. Wie das mit Mozilla Firefox und Internet Explorer ist, weiß ich nicht. Ich benutze Google Chrome. Und, wenn ihr WebGL benutzen wollt mit Google Chrome, werdet ihr beim nächsten Einloggen einen schwarzen Bildschirm haben. Weil der Google Chrome Browser WebGL nicht unterstützt. Das heißt, ihr habt dann einen schwarzen Bildschirm, ihr habt vielleicht noch die Umrahmung des Fensters oben, das Hauptmenü, also das, die Menüleiste, die Seitenleiste, da habt ihr auch noch unten die FPS-Anzahl, das sieht hier die Optionsmenü mit diesem Tiberium-Symbol da unten, Command & Conquer Tiberium-Alliance-Symbol. Oben das, die Basis und diesen Countdown-Ticker, da habt ihr dann auch noch, das könnt ihr alle sehen. Ihr könnt aber keine grafischen Elemente wie Karte oder eure Basis selber, wenn ihr sie so aufgerufen habt wie jetzt, könnt ihr nicht sehen, weil da ist einfach nur schwarz. Solltet ihr nicht benutzen, habe ich mal gemacht. Konnte mich dann gleich wieder ausloggen und die Funktion rückgängig machen. Und ihr habt eben noch, ja, die Option, die Zeit. Das hier unten könnt ihr dann einstellen, ob ihr die Ortszeit haben möchtet oder die Serverzeit haben möchtet. Wie das Zeitformat ist, das Tag, Datum, Tag, ja, Tag, Monat, Jahr, Datumsformat, wie das gemacht werden soll, entweder das sogenannte europäische, deutsche, sag ich mal so, Format, erster Tag, dann der Monat, dann das Jahr, oder das englische bzw. amerikanische, erster Monat, dann der Tag und dann das Jahr. Könnt ihr euch entscheiden, wie ihr wollt. Ich mache es ja so standardmäßig Tag, Monat, Jahr. Objektekauf ist eine Funktion, wenn man etwas mit Founds, also die sogenannte Echtgeldwährung in dem Spiel kauft, dann warnt das Spiel einen. Man kauft sich jetzt etwas mit Founds, Achtung, mit echtem Geld, das heißt dein eigenes Geld, das du hier im Real Life dafür ausgegeben hast, damit kaufst du jetzt was. Willst du es wirklich tun? Sowas. Und man kann hier eben einstellen, yo, ich will immer gewarnt werden, oder ich will nur gewarnt werden, wenn es mehr als 200 Founds sind, oder mehr als 500 Founds, oder mehr als 1000 Founds, oder ey, nö, ich will nie gewarnt werden. Ich will immer gewarnt werden aus dem Grund, weil es kann immer mal passieren, dass ich irgendwie mal was einklicke, was, wo ich Founds für bezahlen muss. Und dann werde ich ihm gewarnt, dass ich dafür was bezahlen muss. Und dann kann ich die Vorgang wieder abbrechen. Ist besser, als wenn man da was ausgibt und man hat es nicht gemerkt. Und man sieht dann irgendwann, wieso habe ich weniger Founds. Das macht keinen Sinn. Und beschwere mich dann mal einen Support, obwohl ich was gekauft habe, was ich gar nicht wollte, weil ich irgendwas angeklickt habe. Ist mir schon ein paar Mal passiert. So, Wartungsinfo-Einstellungen. Zwölf Stunden? Minuten? Ah. Achso, da kann man den Ticker selber einstellen. Den Wartungstimer kann man da selber einstellen. Achso, nee, das lasse ich einfach mal so. Ich habe keinen Bock, da jetzt irgendwelche andere Einstellungen zum Anzeigen. Mir gefällt er so, wie der jetzt ist. Benachrichtigungsoption ist, ob man benachrichtigt werden möchte, wenn Raid Benachrichtigungen kommen, also wenn zum Beispiel irgendjemand aus dem aus der Allianz anfängt ein Raid zu machen, also anfängt eine Basis anzugreifen. Das wird hier als Raid bezeichnet, obwohl ein Raid für mich eine Gruppenaktion ist. Und hier wird ein Raid schon mit einem Spieler gestartet, was ich so ein bisschen merkwürdig finde, denn ich komme aus ich habe früher Spiele wie World of Warcraft gespielt und da ist mir einfach Raid, der Name Raid, einfach eine Gruppenaktion, wo mehrere Spieler in einer Gruppe sind und dann eine Instanz machen. Super, das ist für mich ein Raid. Aber hier ist ein Raid schon ab einem Spieler möglich. Naja, wie auch immer. Feedback-Button, damit kommt man ins Forum und kann Feedback abgeben, also in das Forum auf der Webseite, nicht das Forum hier, was hier oben übrigens ist. Und die Credits, da kann man sich mal die Spiel, die Typen ansehen, die das Spiel programmiert haben. Ja, scrollen wir mal durch, damit wir sie auch ehren. Ah, wie schön. So. Nehmen Sie hier unten, je nachdem, wo man ist, werden hier Aktionen angezeigt. Ist man auf der Map, dann wird hier unten eine Freundesliste.